Einfach einen Tag Pizzabäcker. Von Mehl zu Teig, zu Pizza backen, zu Pizza essen. Und das mit dem allerechten Luigi. Luigi müsste auch gleich da sein. In genau 7 Minuten. Bist du bereit? Ja, let's go. Früher Morgen, wir legen jetzt los. Hier, Bruder, ich habe ein Frühstück für dich. Hast du die schon mal probiert? Die sind richtig krass. Weißt du, was diese Packung kostet? 2,25 Euro. 1,79. Weißt du, was die normalerweise kosten würde? Nein. 40 Cent mehr. Es ist auch eine Spezialedition, Spekulatius, die es so nicht mehr gibt. Die Frage ist nur, warum habe ich die? Ja, das wollte ich gerade fragen. Weil ich die zusammen mit vielen weiteren Snacks bei Motatoes bestellt habe, wo es Lebensmittel einfach bis zu 80% günstiger als im Supermarkt gibt. Warum ist das alles so günstig? Weil Motatoes rettet Lebensmittel mit zu kurzem und teils schon überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum. Was aber nicht heißt, dass die Lebensmittel schlecht sind, und genau darum geht's. Ich verkaufe Sweets und Toothbrush, hast du das bestellt? Weil nicht nur Lebensmittel mit zu kurzem Mindesthaltbarkeitsdatum bei Supermärkten aussortiert werden, sondern auch Produkte mit kleinen Verpackungsfehlern. Wird die aussortiert, kann nicht mehr verkauft werden. Und Motatoes rettet diese Produkte und bietet sie dir bis zu 80% günstiger an. Also du willst mir jetzt sagen, manche Produkte werden weggeschmissen, weil da ein Fehler ist, den wir mit unserem Auge nicht mal sehen können. Ganz genau. Motatoes. Good job. Ehrlich? Ja. Krass. Feier ich. Hab ich nicht gewusst. Und von mir erhaltet ihr nochmal 15% auf eure Bestellung mit dem Rabattcode LUKAS15 für die nächsten 48 Stunden. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr direkt zum Shop. Ein dickes Danke an Motatoes und auch ein dickes Danke an euch für die Unterstützung unseres Kanals und unserer Produktion. Dann klingelt es an der Tür und der allerechte Luigi kommt mit dem allerechten Cinquecento. Ich glaube, italienischer als Luigi geht's nicht. Es gibt keinen italienischeren Italiener als Luigi. Wie soll das funktionieren? Du kannst von oben kommen. Ah, okay. Buongiorno, ragazzi. Guten Morgen. Boah, das ist ein Traum, in so einem Auto mal mitzufahren. Kleiner Magie. Oh! Oh! Ist ein Quatsch. Ich sitze einfach im Spagat hier. Kennst du die aus? Oh! Okay. Guten Morgen, Luigi. Wie geht's? Buongiorno, ragazzi. Ich freue mich schon, dass du einmal in der Früh schön wach bist. Und Luigi war lang nicht mehr in der Show zurück, oder? Ich glaube, letztes Jahr zuletzt haben wir mit ihm gekocht und man liest in den Kommentaren Luigi, 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 Luigi. Wir können auch mal gern uns wissen lassen, was wollt ihr sehen mit Luigi dieses Jahr? Okay, ragazzi. Bereit für die Erlebnis? Ja. Ich glaube, diese 500 hat noch nicht so viele Kilometer auf einmal gemacht. Da war auch noch nie so viel Gewicht drin. Ja? Wiegt mehr als dieses Auto. Schau, ich hab. In dieses Auto wird nicht mal ich reinpassen. Und dann wir drei Fettsäcke in diesem Auto. Du kennst meine Traum, oder, Lukas? Ja. Du weißt, dass ich habe immer gesagt, wenn ich 3 Millionen Euro auf dem Konto habe, kaufe ich mir eine 500. Jetzt habe ich die 500 gekauft, es fehlt mir nur die 3 Millionen Euro auf dem Konto. Wir fahren mit diesem Cinquecento an diesem wunderschönen sonnigen Wiener Morgen durch die Stadt, nicht zur Pizzeria, sondern einfach zur Teigproduktion von der Pizzeria. Also an diesem Ort werden die Teige für die verschiedenen Standorte von L'Autentico, die Pizzeria, in der Luigi arbeitet, produziert, und genau das wird der erste Schritt für heute sein. Wir machen den Pizzateig. Buongiorno, wie geht's? Ich bin Lukas, hi. Rosario. Freut mich. Also Gigi, das ist der Geburtsort von jeder Pizza, die, genau, die in L'Autentico aus dem Ofen, genau, kommt. Beeindruckend auf jeden Fall, crazy. Einfach hier stehen Maschinen, diese Teigmaschine. Ja, das kann man schon sagen. Es gibt mehr Platz in dieser Teigmaschine als in unserer Cinquecento, die wir gefahren sind. Der arme Kameramann sieht die Leute nichts, aber es ist noch immer so zerquetscht. Du hast die Ehre, den Knopf zu drücken da. Du kannst fahren, schau, wie wenn eine Einkaufswagen. Ist ganz leicht. Kommst du mit? Du kannst bis hier stehen, weil da rein passt nichts mehr. Perfetto. Willst du mir helfen? Du bist ein starker Mann vielleicht. Ich wollte schon immer mal so einen Mehlsack auf der Schulter haben. Schau, hast du jetzt. Hast du geschafft. Boom. Bei Luigi sah das einfach aus. Hey, hey, hey. Rosario kommt uns zum Helfen, mein Lukas schafft nichts. Wie war nochmal dein Name? Ce l'abbiamo fatto. Wie war nochmal dein Name? Name? Rosario. 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 Das ist ein geiler Name, Alter. Rosario. Ein herzenslieber Mensch auf jeden Fall. Sehr viel Spaß gemacht mit ihm. Ja, Rosario ist ein schöner Name. Ich heiße einfach Lukas. Lukas Rosario Luigi Brandi. Alter.
kannst den Boiler schon hier stellen. Schauen wir mal, ob er da gute Führerschein genommen oder gekauft. Ja, der. Yeah! Schau, wenn du siehst das Licht, das bedeutet es drinnen. Das ist die ganze Wasser, was wir haben. Muss man alle beide reingeben. Hau rein, es tut nichts weh. Und diese Mengen, die da reinkommen, einfach Sandkasten, literweise Wasser, Salz, Hefe kommt dazu, der Teig wird verrührt, vermischt, geknetet in dieser Maschine und es ist einfach, ich weiß nicht, Teig hat irgendwas Befriedigendes. Wir haben angefangen mit dieser kleinen. Mit der Maschine habt ihr für die L'Authentico angefangen? Ja, das war die erste. Das war. Oha, wenn du dir überlegst, das ist. Da steht jetzt mindestens eine Stunde, weil sonst die Temperatur wird zu warm. Si tu la parla mezza americana. Quando si fa l'amore sotto la luna. Und Luigi einfach auch ein Mann, von dem man so viel lernen kann. So einfach, der hat ein Wissen über Teig und Pizza und Backen und Fermentation und alles, was dazugehört, beeindruckend. Es ist nicht so, wie soll ich sagen, schaut kompliziert aus. Und ist es auch. Aber ist nichts leichter. Normalerweise diese Arbeit macht immer Rosario, aber heute Rosario ist dran. Das ist unsere Arbeitstage, ragazzi. Jeden Tag, wir machen das. Nicht nur eine riesige Teigknetmaschine, sondern auch eine Teigportioniermaschine. Fehlt am Ende des Tages nur noch eine Teigrollmaschine. Was wir an diesem Tag nicht hatten, deshalb machen wir jetzt selbst die Kugeln. Bist du da oben schön? Ja. Ja, ja. Egal ob Maschine oder nicht Maschine, da kommt immer von Gigi. Gibt's nichts nur Knopfdruckerei. Da bin ich auf jeden Fall auch auf Luigis Seite. Es sieht nach Fabrik aus, es sieht nach Massenproduktion aus, aber was es wirklich ist, ist eine Verlängerung von Luigi selbst. Trotzdem bleiben mit dem Fuß in die Tradition. Weil ob ich den Kugel da oben abwiegen und per Hand rollen, ob von da schon abgewogen und portioniert, ist für mich nur eine Erleichterung. So hast du einfach jede Teigkugel so, wie wenn sie Luigi machen würde. Jetzt machen wir den Job, Rosario, komm. So ein bisschen schneller werden. Warum? Wir sind ja einer mehr eigentlich. Könnte ich ja chillen, oder? Und da. Lukas. Sorry. Abwarten, ihr Kollege. Der Teig hat einfach geklebt an meinen Fingern. Das war einfach. So machen wir Rosario in der Früh, ja? Nein, los, bei Lukas. Lukas ist der Beste zum Video machen, Food präsentieren, aber da kann ich jetzt sagen, hey Lukas, muss schneller. Forza, forza, forza. Boah, jetzt erstmal eine Butterbrezel, Alter. So, du kennst schon, oder? Siehst du? Hast du schon den Oberseite gemacht? Das ist die Arbeit, was wir gemacht haben bei der ersten Video in diesem Fahrradgeschäft. Kannst du dich erinnern? Aber da war es ein bisschen leichter, oder? Das, ja, da war es ein bisschen leichter, aber. Starke Technik. Hat schon eine Kugel gemacht. Ja, cool. Luigi hat schon 8 gemacht. Ja, mach ein bisschen Spannung. Du musst nur eine Kugelform bekommen da und dann bei der anderen Seite. Und wenn du glaubst, die Spannung ist da. Mach du mal. Ja, ich hab dich schon bei Adana auseinandergenommen. Vergiss es nicht. Bitte mach. Oh, da wird dir der Kugel-Contest. Lukas, schau dir die Technik an. Schau jetzt, was er gleich macht. Bravo, Rosario. Palloncino. Ich verstehe trotzdem nicht, wie. Ja. Aber ich bin ehrlich, es macht auf jeden Fall Spaß. Wie gesagt, Teig machen, Teig kneten und auch wenn man so langsam merkt, mit diesem Teig umgehen zu können. Ich weiß nicht was, aber es macht Spaß auf jeden Fall. Und das ist jeden Tag, Lukas. Das mag ich jeden Tag mit Rosario. Jetzt ist der Brandy dran. Pass auf, ich zeig's dir jetzt. Man muss das Kleben trotzdem ein bisschen nutzen. Auch. Use it! Das sind keine 70% Wasser. Das ist 70. Das ist Kleber ist das. Und das ist 70%. Wenn ich 80, 85% mache, was machst du dann? Weinst du? Oha! Okay, es ist schwerer als gedacht. Schaut schwierig aus, aber es ist nicht einfach. Ich bin auch nicht so schlecht, das kann nicht sein. Was meinst
du schummelst irgendwie. Als du den Teig so hast, habe ich mir gedacht, boah, ist der ein Anfänger und hat keine Ahnung. Aber ich verstehe es alles. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Ich wasche meine Hände, das war's. Ich kriege die Küche. Was ist das? Weißt du, was es ist? Na? Das ist Loco Juice. Wenn ich sowas trinke, würde wie du. Das funktioniert. Schau, es funktioniert. Weißt du, was ich bezahlt habe? Na? 87 Cent. Okay. Weißt du, was es normalerweise kostet? Kostet sicher 2,50. 1,29. Wegen Mutatus. Eine Firma aus Schweden, die verkauft fast abgelaufene und auch abgelaufene Lebensmittel oder Lebensmittel mit Fehlkosten. Ich habe abgelaufene Lebensmittel getrunken. 9.3. Wir sind noch... Okay. Dass weniger weggeschmissen wird. Wird weggeschmissen und du kannst günstiger einkaufen. Das ist cool. Respekt an diese schwedische Unternehmen. Ragazzi. Ja, ungefähr 4 Millionen Kugeln später, sehr viel Spaß, sehr viel Gelach, fahren wir dann auf jeden Fall endlich in die Pizzeria, um aus dem Teig das zu machen, wofür wir hier sind heute. So, Gigi. Okay. Los geht's. Herzlich willkommen in der neuen Filiale von L'Authentico, eine wunderschöne große Pizzeria im Einkaufszentrum der SCS. Fast 2 Stöcke, groß, hell, viele Plätze und auf jeden Fall sehr sympathische Pizzaioli. Roberto, mi fai per favore una bella Vesuvio? Ragazzi, gentilmente una bella Vesuvio. Okay, bevor wir Pizza backen, brauchen wir eine kleine Stärkung und essen erstmal Pizza. Ich meine, man muss den Vorteil auf jeden Fall ausnutzen, wenn man schon in einer Pizzeria arbeitet, kann man auch ein kleines Mittagessen, eine kleine Pizza, einen kleinen Aperitivo auf jeden Fall sich genehmigen, oder? Schau, atmet. Schau. Ich wollte einfach nur essen und eigentlich dann direkt noch eine essen. So, nach unserer Mittagspause geht es dann auf jeden Fall gut gestärkt endlich ans Pizzabacken. Ja, kommt in mein Element. Die 4 Elemente? Ja, 4 Elemente. Avatar. Na, Wasser, Mehl, Salz, Hefe. Das ist gefährlich. Es geht ab. Servus. Wie geht's? Ich feiere euch extrem. Ich küsse dein Herz, danke. Servus. Und deine Pizza ist die beste. Dankeschön. Wo gehst du jetzt essen? Ich gehe mal zum Zahnarzt jetzt und danach. Okay, vorbereite die Zähne von meiner Pizza. Ja, aber ist sie nicht so hart, meine Pizza? Brauchst du nicht? Ragazzi, jetzt machen wir 2 Pizza. Eine mag Lukas, eine mag ich. Und dann mein Neffe Roberto wird uns sagen, welche Pizza schmeckt am besten. Ich nehme von dir einen Kugel. Immer von in der Mitte nachher raus. Auch Pizza backen, auszurollen. Bravo. Tadeo. Zu belegen mit diesem geilen Teig. Ist ähnlich wie Teig zubereiten. Es hat einfach, es macht schon sehr viel Spaß. Schaut mein Pizzarezept, das wir auch mit Luigi gedreht haben. Gönnt euch mal diese 2 Tage an einem schönen Wochenende. Nehmt euch die Zeit und backt mal Pizza. Ich habe nur die Pizza auf die Schaufel gegeben. Das schauen alle gleich. Wer weiß, welche ist jetzt. Ein paar Sekunden später. Und da ist das Endergebnis. 2 wunderschöne Pizza Margherita. Okay, eines auf jeden Fall ein bisschen schöner, aber... Ich mache jetzt den Luigi. Ragazzi, schaut's. Na, du musst, weil du zerquetscht alles. Du musst immer die Hälfte rein. Ah, stimmt. Dass du nichts zerquetschen. Da muss man Luigi können machen. Ja. Da kann man nicht einfach Luigi sagen. Ich bin Luigi jetzt. Per lo show. Ist heiß. Okay, das ist eine gute Sache. Sehr gut. Ich würde auch kosten. Mhm. Aber nichts blind. Knoblauch. Magst du nicht, oder? Macht man das. Ich würde sauer nehmen. Gibst du? Nein, nichts auf mir, auf deinen Stück. Ragazzi, in der Sekunde in Napoli sind 2 Pizzaioli gestorben. Einfach. Unentschieden. Unentschieden? Unentschieden. Eine diplomatische Unentschieden oder eine echte Unentschieden? Nein, echtes Unentschieden. Von meiner Seite hast du deinen Arbeitsplatz behalten. Bravo, super geantwortet. Aha, ein Bon. Lukas, nichts immer essen. Schau, eine Pizza ist gekommen. Musst du selber machen. Ja, nein, komm, arbeiten. Genau in dem Moment, als ich dachte, wir gönnen uns jetzt die Margherita, trinken noch ein Prosecco, fahren nach Hause, lassen den Tag ausklingen, kam eine Bestellung. Also eine richtige Bestellung für einen Kunden, der am Tisch saß und gewartet hat. Und diese Pizza wird vielleicht nicht die schönste sein, wird vielleicht nicht perfekt sein, aber sie kommt ganz sicher mit Liebe. Du wolltest eine Tage Pizzabäcker sein? Arbeiten. Ja, das ist die
Du kannst selber nehmen, wenn du willst. Genau. Und dann da auf die Seite. Genau, perfekt. Runden. Umdrehen? Okay, ja, umdrehen. Auf dem Mehl, genau. Puff. Welche Maß machen wir für eine Pizza überhaupt? Eine Bella Napoli ist gekommen. Bella Napoli ist eine Base Tomate, Mozzarella. Und dann wird fertig mit Rucola, Rohschinken, Cherry-Tomaten. Das mag man eigentlich. Okay, okay. Musst du noch umdrehen einmal, oder? Du musst die Pizza machen jetzt, hast du schon gesehen. Ich glaube, jetzt ist genug mit Spaß, Lukas. Und du jetzt musst den Stress haben, jetzt kommen viele Bohnen und du musst schneller sein. Ich glaube, es ist klein. Nicht ganz in der Mitte dünn machen. Genau, bravo. Mozzarella. Mozzarella, 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 ja, ja, ja. Genau. Warte. Und das geht jetzt direkt in den Ofen, weil es ist eine Bella Napoli. Oha, was für eine Bestellung. Ich halte dir die Schaufel, ziehst du dir die Pizza auf die... Genau. Versuchst du so groß wie die Schaufel. Irgendwie muss man schneller sein. Die Leute wollen essen, Lukas. Ja, 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 jetzt geht's rein. Jetzt nimmst du das so auf diese viereckige Steine da. Genau. Das hat es geschafft, siehst du. Hat sich gelohnt, jahrelang Gigi schauen zu. Was wichtig ist, dass wenn du die Rücken immer runter schauen, dass sie bekommen die Farbe oder geht in die Höhe. Genau. Das ist. Ich werde genau rausnehmen, umdrehen und wieder an dieselbe Platz nehmen. So, noch einmal reingeben. Nicht so hoch halten, oder? Boom. Ja, ein bisschen hoch. Nichts stoßen, sonst brennt. Ich würde sagen, nimmst du raus, sonst trocknet sie. Perfetto. Auf den Teller. Ja, 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 da dachte ich schon, okay, vielleicht müssen wir die nochmal machen. Vielleicht, aber dann so langsam ein bisschen Rucola drauf, ein bisschen Zutaten. Dann sah die eigentlich schon aus wie eine Pizza, die man einem Kunden am Tisch bringen könnte. Tisch 20. Bella Napoli. Mit Bravo. Liebe gemacht. Super, ragazzi. Du bist ein Pizzabäcker, du kannst bei uns beginnen jetzt. Danke. Bewerten diese Pizza, was sagst du? Von 1 bis 10. Nicht zu viel denken, sonst ist es eine Lüge. 8 heißt, ich kann anfangen, oder? Ja, sicher. Luigi wird mir 4 gegeben wahrscheinlich. Schau, von erster Pizza, dass nichts viereckig ist und so lang. Es ist noch immer okay. Eine 8 ist für mich zu viel, du bist sehr positiv, dankeschön. Aber ist eine gute 6, wenn einer sagt, ich bin Pizzaiolo, ich mag Pizza. Aber du bist kein Pizzaiolo, deswegen gebe ich dir auch eine 8 als. Kuss geht raus, Luigi. Kuss geht raus auch an Motatoes für die Unterstützung dieses Videos. Erster Link in der Videobeschreibung, 15% Rabatt für die nächsten 48 Stunden. Und Kuss geht raus auch an euch. Bis zum nächsten Mal. Peace. So nah waren Lukas und ich noch nie. Wir sind quasi eine Person gerade. Nur ich bin hinten, mein Freund. Das habe ich gemeint, wenn du den Hand da lassen, sollte eigentlich... Ja, mach nicht.